Ich hatte mir das eigentlich anders vorgestellt. Und dann dreht sich mein Mann zu mir rum und meint, ja, also ich werde mich für immer daran erinnern, wie meine Jungs eben darauf reagiert haben und mein Mann. Hello, hello, meine Lieben, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich hatte euch gerade eben auf Instagram gefragt, welches Video ihr denn gerne als nächstes sehen möchtet. Es standen zwei zur Auswahl und zwar hatten mich ganz viele gefragt, ob ich nicht zeigen könnte, was ich in letzter Zeit so getragen habe, was ich mir auch Neues zugelegt habe, jetzt speziell für die Schwangerschaft und welche Klamotten ich getragen habe, um das Ganze zu kaschieren. Ich hatte euch ja erzählt, dass wir es wirklich sehr, sehr lange geheim gehalten haben und es irgendwann nicht mehr so einfach war. Es folgen mir viele Schwangere, die einfach Inspiration suchen und deshalb drehe ich euch sehr, sehr gerne auch noch dieses Video ab. Aber zur Auswahl stand auch noch ein anderes Video und zwar wolltet ihr wissen, wie denn mein Mann bzw. meine Jungs auf diese tolle Neuigkeit reagiert haben. Also das Ergebnis war eindeutig, 96% haben dafür gestimmt, eben dass heute das Reaktionsvideo folgen soll und deshalb drehe ich es natürlich heute sehr, sehr gerne für euch ab. Macht euch aber bitte keine Sorgen, es folgen natürlich wie gewohnt die Vlogs, in denen ich euch ja mitnehme durch meinen Alltag. Das schaut ihr ja auch sehr, sehr gerne. Ja, das folgt auf jeden Fall. Ich musste mich nur tatsächlich ein bisschen sammeln. Ich hatte es euch erzählt. Ich habe überhaupt nicht mit dieser Welle gerechnet, was Social Media betrifft. Die Reaktion auf unsere Neuigkeit war wirklich enorm. Und da musste ich mich erstmal sammeln. Und jetzt so langsam lege ich dann auch mit den Vlogs wieder los. So, jetzt würde ich sagen, holt euch am besten was zu trinken, macht es euch gemütlich und falls es euch interessiert, würde ich mich natürlich total freuen, wenn ihr jetzt mit dabei bleibt. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei diesem Video und los geht's. So, also dann würde ich sagen, erzähle ich euch erstmal, wie ich darauf reagiert habe, beziehungsweise wann ich es erfahren habe. Und zwar habe ich einen Test gemacht am 12. April, der dann auch positiv war. Und das ging total schnell, also der Streifen. Ich dachte, okay, du hast dann erstmal 3 Minuten Zeit, setz dich erstmal in Ruhe hin, ne, schnaufst durch. Also ich habe den dann so hingelegt und plötzlich ging es schon so. Und dann war schon, ja, die Linie da, die eben zeigt, dass man schwanger ist. Und ich schaue die ganze Zeit so drauf und denke mir so, oh mein Gott, hä? Wie jetzt? Ist der vielleicht kaputt, der Test? Der ist bestimmt kaputt. Und dann habe ich alles da drauf geschaut. Und ja, das Ergebnis war ziemlich eindeutig und habe ich mich natürlich wahnsinnig gefreut. Also ich hatte euch ja gesagt, dass das Ganze geplant war und somit rechnet man ja damit oder hofft eben, dass es geklappt hat. Und so war es dann eben auch und ich muss euch gestehen, dass ich es meinem Mann erst über 2 Wochen später erzählt habe. Also ich habe es meinem Mann am 28.04. quasi gesagt. Also ja, das werden jetzt viele nicht verstehen. Ich weiß, lassen wir es einfach mal so stehen. Ich war natürlich dann auch in der Zwischenzeit bei meiner Ärztin. Da hatte ich dann gleich am nächsten Tag angerufen, aber die meinten, ja, also da muss man erstmal warten, weil es ist ja erstmal noch nichts zu sehen. Und ich hatte dann den Termin am 26.04. Genau, also auch nochmal 14 Tage später, was natürlich nicht so schön ist, gell? Weil man möchte ja natürlich gleich alles sehen und wissen, ob das jetzt so passt, ob der Test nicht vielleicht doch kaputt ist. Und ja, da war ich dann eben alleine, habe das alles geklärt. Meine Frauenärztin war jetzt so in dem Sinn auch nicht überrascht. Sie hat mir natürlich gratuliert, aber sie wusste ja schon, ne, dass, ja, also ihr wisst schon. Wir hatten eben vorher schon darüber gesprochen. Und in der Zwischenzeit war ich dann auch noch in Düsseldorf bei einem Event und es war wieder viel Trubel, es war viel los, mir ging es leider überhaupt nicht gut. Ja, und am 28., wie gesagt, es war ein Samstag, wir waren in der Stadt mit den 2 Jüngsten, die waren beschäftigt. Gianluca hat ein neues Fahrrad bekommen und Alessandro hat ihn die ganze Zeit mit seinem Gimbal gefilmt, während er seine Stunts gemacht hat. Und wir sind schön gemütlich durch die Stadt geschlendert eben und haben uns dann hingesetzt in eine Gaststätte, also draußen. Es war schönes Wetter
und ich war total aufgeregt. Ich war so aufgeregt. Ich hatte mir das eigentlich anders vorgestellt, ne? So dieses typische, einen kleinen schönen Karton und dann einen Schwangerschaftstest rein, einen kleinen Body vielleicht noch. Und das wollte ich meinem Mann eigentlich überreichen. Also bevor ich diese Nachricht bekommen habe, war das so in meinem Kopf, ne, dass das dann so ablaufen wird. Aber als es dann soweit war, wollte ich das nicht mehr. Also das war dann doch nicht mehr ich. Also ich wollte es einfach nicht. Und morgens hatte ich mir schon überlegt, beziehungsweise wusste ich, okay, heute ist der richtige Zeitpunkt gekommen. Heute sage ich es meinem Mann. Und wie gesagt, wir waren dann in der Stadt, dann haben wir uns da hingesetzt. Draußen war es richtig schön, die Sonne war da, wir hatten dann was zu trinken bestellt. Ja, ich war, wie gesagt, sehr, sehr aufgeregt, was sehr untypisch für mich ist. Also, ich habe es euch erzählt, ich bin ja schon sehr, sehr viele Jahre mit meinem Mann zusammen und auch verheiratet und irgendwann, ne? Also, ich weiß nicht, also für mich war das in dem Moment so, als wäre man frisch verliebt und so ganz frisch zusammen und man kennt den anderen noch nicht so richtig und ist so ein bisschen vorsichtig und man ist so, ja, also ihr wisst bestimmt, was ich meine. Also total untypisch eigentlich, ja, wenn man schon so viele Jahre eben zusammen ist. Und irgendwie habe ich gemerkt, boah, mir wird so heiß, ne? Das ist irgendwie voll komisch, aber okay, ich bleibe mal ganz locker. Also er hat auch nichts gemerkt. Und nachdem eben unsere Getränke kamen, habe ich dann zu ihm gesagt, ja, also ich wollte dir noch was Wichtiges erzählen. Ne? Und er so, ja, also was gibt's? Ne? Und dann kam wieder die Bedienung, wollte irgendwas. Und ich dachte mir noch so, oh Mann, nicht jetzt, es ist der falsche Zeitpunkt. Und dann haben wir uns unterhalten. Ihr wisst ja, wir leben in einem kleinen Ort. Jeder kennt jeden. Und dann hat die da angefangen und eine Story erzählt. Und ich dachte mir nur so, oh Mann, das ist der falsche Zeitpunkt. Geh jetzt bitte wieder zu deinen anderen Gästen. Naja, irgendwann ist sie dann auch gegangen. Und dann dreht sich mein Mann zu mir rum und meint, ja, also, was wolltest du jetzt erzählen? Und ich total nervös, ne? Oh mein Gott, ich war so nervös. Und dann habe ich erst mal so, ja, Nick, ihr merkt schon, ne? Ja, also ich habe dann erstmal so, ja, also, und er, ja, wer lässt sich scheiden oder wer ist schwanger, so vom Ort her. Und dann sage ich, hä? Also, weil das überhaupt nicht seine Art ist, ne? Also der ist eh nicht so interessiert am Geschehen, was hier im Dorf los ist. Ich ja sowieso nicht. Deswegen hat mich das total gewundert, dass er das so gesagt hat. Aber irgendwie war es auch passend. Und dann habe ich gesagt, naja, also ich habe keine Ahnung, wer sich scheiden lässt, aber ich weiß, wer schwanger ist. Und dann schaut er mich so an, oh Gott, ich kriege Gänsehaut. Dann schaut er mich so an die ganze Zeit, nee, oder? Nee, oder? Hat er gesagt. Und ich, doch. In dem Moment hat er es mir nicht so richtig geglaubt. Aber an meiner Reaktion hat er dann natürlich gemerkt, dass es so ist. Und er hat sich so, so doll gefreut, als wäre es sein erstes Kind. Und das hat mich dann auch wieder ein bisschen überrascht, weil mein Mann hat es ja jetzt wirklich schon oft erlebt. Und es hat mich dann aber so gefreut. Er hat ja natürlich auch damit gerechnet, logischerweise. Wir haben es ja besprochen, aber irgendwie, wenn es dann wirklich soweit ist, dann glaubt man es selbst irgendwie nicht. Es hört sich total komisch an. Aber so war es eben in dem Moment. Und dann hat er sich total gefreut. Und sein Strahlen, das werde ich wohl nie vergessen, in dem Moment, er hat so gestrahlt und hat mich die ganze Zeit angeschaut. Und irgendwie, ja. Ja, also es war auf jeden Fall sehr, sehr schön, seine Reaktion. Und dann hat er mir eben so über meinen Bauch gestreichelt und meinte, oh Gott, Wahnsinn, echt jetzt? Hat er die ganze Zeit gesagt, echt jetzt? Und ja, dann haben wir uns eben die ganze Zeit angegrinst. Dann hat er natürlich, war ja klar, ne, ihr kennt die Geschichte, mein Mann und sein Humor, hat er gesagt, naja, also ich hatte mich schon gewundert, ich dachte, du hättest ein, zwei Stück Pizza zu viel gegessen. Ja, deswegen auf Insta hatte ich euch auch erzählt, dass wenn die Leute mich angesprochen haben, mein erster Satz immer war, nee, ich habe nur ein bisschen zu viel Pizza gegessen. Ja, genau, deswegen war das so dieser Running Gag. Wir haben uns dann noch eine Weile drüber unterhalten und wollten natürlich den Geburtstermin wissen und wann der nächste Termin beim Frauenarzt ist und so weiter. Er war auch überhaupt nicht böse, dass ich das jetzt so erstmal für mich behalten habe. Mein Mann kennt mich ja, wie gesagt, schon jahrelang.
Und dann hat er mir natürlich versprochen, dass es erstmal unser Geheimnis bleibt. Also, dass wir niemandem etwas darüber sagen, auch nicht unseren Kindern. Da wurde ich jetzt unter dem letzten Video auch ganz oft gefragt, also in den Kommentaren, warum ich das denn den Jungs auch nicht gesagt habe. Also das liegt eben mit daran, dass ich einfach Angst habe, dass noch irgendwie was passieren könnte. Viele warten ja bis nach der 12. Woche und so war das eben auch bei mir schon immer. Schon bei all meinen Schwangerschaften habe ich das so gemacht. Also es war nie so, dass ich irgendwie schon in der 7. Woche oder 8. Woche das erfahren habe und dann gleich jedem erzählt habe. Aber das macht ja jeder anders und es ist ja auch richtig so, dass es eben jeder so macht, wie er es für richtig hält. Dann ging es natürlich los. Ich hatte euch erzählt, dass es mir sehr, sehr schlecht ging und dass ich sehr starke Unterleibsschmerzen hatte. Das wisst ihr jetzt noch nicht, aber wenn ihr möchtet, kann ich euch so die ersten Wochen mal kurz zusammenfassen in einem anderen Video. Jedenfalls hatte ich dann Blutungen, leider. Also am 14.05. war das. Und ja, das war natürlich die Hölle. Ne? Also das könnt ihr euch vorstellen, jede Frau, die bisher ein Kind bekommen hat, die schwanger war oder auch ist, kann sich vorstellen, welche Ängste man dann hat. Natürlich, es war auch wieder abends, logischerweise, meine Ärztin war nicht mehr da und so weiter. Und ich bin dann natürlich auch wieder ins Büro und habe gearbeitet und habe auf den Anruf des Arztes gewartet, der Bereitschaft hatte. Der war sehr unfreundlich am Telefon, hat das Ganze so abgetan, naja, ne, was soll's, ne? Und naja, so ist es halt. Und das fand ich sehr schlimm. Und ich habe dann gleich am nächsten Morgen eben bei meiner Frauenärztin angerufen und habe dann da eben auch einen Termin bekommen. Und da ist mein Mann dann auch mit. Aber nur deshalb, weil, kleine Klammer auf, der Max den Schlüssel von meinem Auto aus Versehen mitgenommen hat und ich kein Auto hatte und deswegen mein Mann mich gefahren hat. Das andere Auto war nämlich in der Werkstatt. So, Klammer wieder zu. Also, nur deshalb ist er mit, er muss ja normalerweise arbeiten. Ja, und es war eben am 15.05. und da hat mein Mann dann auch das Baby quasi auf dem Bildschirm gesehen und hat sich total gefreut. Also da habe ich auch nochmal gemerkt, so in seinem Gesicht, was da los ist. Ne, da hat die ganze Zeit gegrinst, als hätte er das wirklich jetzt noch nie gesehen. Und das hat mich natürlich auch umso mehr gefreut. Meine Ängste wurden so ein bisschen genommen. Aber die Nacht über, ich sag's euch, ich habe überhaupt nicht geschlafen. Also es war richtig, richtig schlimm. Und ja, dann hat mir die Ärztin aber gesagt, es wäre alles gut. Ja, dann ging es natürlich weiter. Ne? So Tag für Tag hangelst du dich durch, dir ist übel, du würdest am liebsten die ganze Zeit einen Eimer mit dir mittragen, aber es geht natürlich nicht. Und dann war es so, dass wir am 9. Juni, einen Tag vor meinem Geburtstag, das war auch ein Samstag, uns vorgenommen hatten, das eben den Jungs zu sagen. Ich war dann mittlerweile schon in der 13. Woche. Genau, also für mich war das dann völlig in Ordnung. Und ihr wisst ja, dass mein Mann sehr viel arbeitet, also unter der Woche nicht so da ist. Also sprich, war es für uns klar, dass wir das dann am Wochenende machen. Mein Mann hatte dann schon in die Familiengruppe ein paar Tage vorher geschrieben, also Jungs, nur dass ihr Bescheid wisst, am Samstag alle pünktlich 13.30 Uhr am Tisch. Jedenfalls war ich sehr, sehr aufgeregt, schon morgens und habe mir gedacht, oh mein Gott, Hilfe, wie wird das wohl werden? Wie werden die Jungs reagieren? Also ich habe mir da einige Gedanken natürlich gemacht und mein Mann meinte dann, ja, aber wieso? Und es ist doch total schön, was sollen sie denn sagen? Die werden sich mit Sicherheit freuen. Aber mein Gedanke war eben der, dass sie ja, also jetzt zum Beispiel der Max ja schon sehr groß ist und ob er das dann nochmal so toll findet, wenn da jetzt hier noch ein kleines Baby ist, beziehungsweise wie er das findet, ne, wenn die Eltern da halt nochmal Eltern werden. So, dann war es soweit. Davor gab es aber noch mal eine kleine Situation und da habe ich mir gedacht, ah, das ist ganz gut, dass ich die Jungs dann alle am Tisch habe, denn das muss unbedingt besprochen werden. Also da war halt ein kleiner Vorfall und auf jeden Fall war es dann 13.30 Uhr. Alle waren am Tisch gesessen. Und ich habe natürlich erstmal dieses eine besagte Problem angesprochen.
Und dann habe ich ausgeholt. Ne? Und dann habe ich jeden nochmal gesagt, was jetzt Sache ist, auch schulisch, mag sein Studium. Also jedes Kind hat dann nochmal Ansprache bekommen, ne? Wie es denn jetzt gerade läuft in der Schule. Und mein Mann guckt mich die ganze Zeit an. Der hat schon gemerkt, ne? Dass ich halt aushole und irgendwie nicht zum Punkt komme. Naja gut, also alle Kinder waren durch. Und plötzlich habe ich schon gemerkt, ne? Wie mein Herz rast. Mein Mann schaut mich an. Ich hatte schon meinen Mutterpass in meiner Tasche, die war unter dem Tisch bereitgelegt. Und dann plötzlich sagt mein Mann, und ich war so aufgeregt, sagt mein Mann, also Jungs, wir wollten euch noch was sagen. Und dann ging es, ja, deswegen sind wir ja auch da, ne? Was wollt ihr uns denn sagen? Ja, und dann hat mein Mann eben gesagt, also ihr bekommt noch ein Geschwisterchen. Und ich habe mir in dem Moment wirklich, oh, ich bekomme überall Gänsehaut, jeden meiner Jungs ganz genau angeschaut, wirklich, die Reaktion, es hat sich so in meinen Kopf eingebrannt und jeder, wirklich jeder meiner Jungs, die haben das wirklich so, so positiv aufgenommen und ich habe einfach die Liebe in ihren Herzen gespürt und dieses Positive, sodass es keine Sekunde gedauert hat und diese Anspannung von mir quasi abgefallen ist und ich so glücklich über jeden meiner Söhne bin, die so einen wunderbaren und schönen Charakter haben, einfach dieses Wunder so anzunehmen, weil sie wissen, wie wertvoll das ist. Also der Lissandro ist 11 und er hätte mit Sicherheit auch anders reagieren können, ne? So von wegen, ja toll und warum, und wir sind ja ein eingespieltes Team. Und deshalb habe ich gedacht, vielleicht ja, passt es meinen Jungs nicht so. Aber wie gesagt, die Reaktion war einfach so phänomenal. Und ich werde mich für immer daran erinnern, wie meine Jungs eben darauf reagiert haben und mein Mann. Und ja, ich bin einfach nur natürlich überglücklich darüber. In erster Linie natürlich, dass sich mein Mann so gefreut hat, aber das war ja irgendwie abzusehen, aber eben, dass sich meine Jungs auch so sehr freuen. Und wir sind dann noch schön lecker essen gewesen und haben den Tag so noch ausklingen lassen. Und abends, als ich dann ins Bett bin, ist mir das alles natürlich nochmal durch den Kopf gegangen. Ich bin dann auch eingeschlafen und nachts um 3 bin ich wach geworden und konnte nicht mehr einschlafen, weil mir tatsächlich jeder Ausdruck meiner Jungs nochmal in den Kopf gekommen ist. Also ja, ich spreche gerade auf Italienisch mit euch. Also mir ist quasi so, wie jeder reagiert hat, was jeder der Jungs gesagt hat, jeden Satz, ist mir nochmal komplett so durch den Kopf gegangen. Und das war so, so schön, sodass ich gar nicht mehr einschlafen konnte, weil das so aufregend war. Also ja, der absolute Wahnsinn. Ja. Und jetzt sind natürlich alle überglücklich. Der Lissandro, der fragt immer wieder, wie groß denn jetzt das Baby ist und wann denn der nächste Termin ist. Und ja, wir haben auch schon Namen besprochen jetzt mit dem Lissandro. Und er freut sich, dass er jetzt auch mal großer Bruder sein darf. Denn er ist ja immer der Jüngste jetzt und muss sich immer alles gefallen lassen. Wird auch teilweise mal rumkommandiert, ne? So von wegen, ja, hol mal das in der Küche. Dann schaue ich schon immer so ein bisschen böse, ne? Weil sie wissen, dass ich das gar nicht mag. Und dann habe ich gesagt, naja, Alessandro, bald, wenn das Baby dann auf der Welt ist, beziehungsweise etwas größer ist, dann darfst du auch mal was sagen, beziehungsweise du darfst dann ja, das Baby eben zur Schule fahren oder was auch immer. Ne? Und dann hat er gegrinst und war ganz, ganz stolz darauf. Genau. Ja, das war jetzt so die Reaktion meiner Männer. Für mich sehr, sehr emotional. Wie gesagt, ich werde mich für immer daran erinnern und finde es einfach nur total schön, dass, ja, dass ich so, so tolle Männer und Jungs an meiner Seite haben darf. Genau. Okay, meine Lieben, also das war es soweit von meiner Seite, ein etwas langes Video. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Vielleicht musstet ihr ja irgendwie bügeln oder ja, habt euch die Nägel lackiert und ich war eure Begleitung. Also, diesen Kanal könnt ihr natürlich kostenlos abonnieren, das wisst ihr, dann verpasst ihr jetzt auch keine weiteren Videos mehr. Habt alle einen wunderschönen Tag, lasst es euch gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss!